Hey Leute, ich bin Zwill und heute spiele ich mal wieder eine weitere Runde Skywars auf dem Gommes Server. Natürlich heute mal wieder mit dem Enderman Kit am Start. So, auswählen und jetzt geht's auch schon gleich los. Und jetzt sind wir auf der Map Camping in der 8x1er Variante. Ganz kurz hier noch die Kiste snacken und dann direkt mal in die Mitte. Und ja, ich habe etwas länger schon kein Skywars mehr gebracht, hier auch auf dem Gommes Server. Und da habe ich mir gedacht, ja komm, ich habe wieder echt ein mega geiles Thema am Start. Das mache ich auf jeden Fall in der Runde Skywars. Und ja, auf jeden Fall, okay, nice, wir haben schon eine Dreiviertel-Dia-Rüstung. Lude ich hier ganz kurz noch die Kisten, dann geht's auch schon gleich mit dem Thema los. Sogar noch, okay, ein bisschen doppelte Rüstung, nicht schlecht, so drei Goldäpfel, so noch eine Spitzhacke, kann ich mir auf jeden Fall auch noch gönnen. Okay, und bevor die anderen kommen, ganz schnell noch die Sachen anziehen. Und Schuhe habe ich auch noch, Goldstiefelschutz 2. Okay, das läuft auf jeden Fall schon mal für den Anfang. Und was mich wundert, besonders auf so kleinen Maps, es geht eigentlich fast, beziehungsweise nicht fast jeder, aber schon viele in die Mitte. Diesmal war keiner in der Mitte. Und okay, da geht's auch schon los, sehr nice. So, ganz kurz noch die Goldäpfel hier hinmachen. Potions haben wir zum Beispiel auch noch. Okay, und dann kann ich mich eigentlich schon mal zu dem darüber bauen, beziehungsweise, komm, ich werf den mal ab, direkt mal schauen, ob ich das schaffe. Und was? Nein, ich habe ihn nicht getroffen. Oh shit, da muss ich mich so rüber bauen. Und da ist einer, okay, dann können wir den, und es leckt immer hin und wieder ein bisschen. Ich habe schon gedacht, ich wurde zurückgepackt, aber ich glaube, es leckt ein bisschen. Ich hoffe mal, das sieht man nicht so heftig in der Aufnahme. Und ja, den kann ich eigentlich so hier rausbauen vielleicht und dann runterschlagen. Ja, okay, der ist irgendwie runtergeflogen. Und Alter, ich back mega rum. Ich glaube mal, das liegt an meiner Maus, weil ich habe die Razer-Maus. Da kommt nochmal einer. So, da hole ich mir ganz kurz, da esse ich ganz kurz meinen Goldapfel. Und die funktioniert irgendwie seit kurzem nicht mehr so gut. Und beziehungsweise auch schon früher, da habe ich auch mal ein Video mit dem Ben aufgenommen, das ist immer noch online. Und da ist die einfach mal auch mitten im Video ausgegangen. Okay, und da gehen wir gleich mal zu dem, schlagen den runter. Und dann geht es auch schon gleich mit dem Thema los. So, da vorne ist auch noch einer. Also ich denke mal, ihr habt schon am Titel gelesen, es geht wirklich darum, dass ein YouTuber Minus-Abos hatte, wirklich durch einen heftigen Bug. Und das ist wirklich auch kein Fake, der hatte wirklich minus 1500 Abos. Ich blende euch immer mal wieder in diesem Video hier Screenshots ein, damit ihr das auch so alles besser sehen werdet. Und kann ich den runterschlagen? Und nee, okay, shit, der ist nicht ganz runtergeflogen. Und ja, das ist echt schon eine heftige Sache. Also ich glaube, das ist so wirklich der heftigste Bug beziehungsweise Glitch, den da so YouTube hatte. Und auf jeden Fall war das so und wie das auch zustande kam, das werde ich euch auch gleich sagen. Es war auf jeden Fall so, dass Black Screen TV, und da craftet sich einfach was, alles klar, okay, jetzt lebt nur noch ein anderer Spieler, einen Livestream gemacht hat. Da bin ich auch drauf gekommen, der hatte 20.000 Zuschauer, auf jeden Fall echt nicht schlecht, und ich habe einfach schon die Runde gewonnen. What? Jetzt auf der Maps aus Serie natürlich wieder mit dem Enderman Kit, wie auch sonst. Okay, und jetzt geht es auch schon weiter mit dem Thema. Auf jeden Fall Black Screen TV, der hat auf YouTube gelivestreamt. Da hat halt schon den Bug entdeckt und hat auch herausgefunden, wie man halt zum Beispiel den Bug auslöst, dass man halt eben so viele die Abos bekommt. PewDiePie hatte zum Beispiel auch wirklich mega viele Abos verloren. Ich weiß jetzt nicht, wie viele genau, aber ich glaube auch mal über 1 Million. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Das ist halt auch echt schon viel, wenn man sich das überlegt. Klar, er hat natürlich auch über 50 Millionen, aber trotzdem ist natürlich viel, wenn man sich das überlegt, einfach durch einen Bug 1 Million zu verlieren. Und so, dann kann ich den gleich mal töten. Sehr nice. Und ja, auf jeden Fall war es dann so, dass halt immer mehr YouTuber irgendwie mega viele Abos verloren haben, pro Sekunde irgendwie so ein paar 100, und das lag einfach daran, und es haben halt ein paar wirklich gewusst, wie man den Bug auslösen kann, natürlich auch besonders durch den Livestream dann und so weiter, dass wenn man einfach einmal deabonniert hat, dass es nicht wie ein Deabo zählt, sondern wirklich mal 100, und das ist halt echt schon heftig. Das war jetzt nicht wirklich bei jedem YouTuber so, also bei mir, ich habe ganz normal Abos dazu bekommen, wie auch normal. Zum Beispiel gab es aber trotzdem dann auch manche deutsche YouTuber, die ein paar tausend Abos verloren haben dadurch, und das ist halt echt schon heftig, klar, durch einen ganz einfachen YouTube-Bug bzw. Glitch so viele Abos zu verlieren, aber das war auch alles nur ein Anzeigebug, wie YouTube geschrieben hat. So, und ich denke mal, komm, den müssen wir bekommen. Und da hat zwar auch, ja komm, ich kann mir nochmal eine Heal Potion geben. Der YouTube hat zwar auch einem etwas größeren YouTuber geschrieben, ja, das war alles nur ein Anzeigebug. Da liegt irgendwie kein Fehler in unserer Datenbank vor oder so. Also die Abos sind auch nicht gelöscht. Ist alles wirklich nur ein Anzeigebug. Und ja, da können die YouTuber auf jeden Fall beruhigt sein. Aber trotzdem ist echt schon wirklich ein heftiger Glitch, wenn man es überlegt. Ein YouTuber hatte mal minus 1500 Abos. Sieht auch wirklich schon nice aus. Hatte halt wirklich noch niemand so. Und das Nice auch wirklich dabei ist, der YouTuber Blackstream TV hat auch YouTube, glaube ich, also seinen Kanal erst am 28. Januar gestartet, von diesem Jahr, und ist halt echt schon, also ist noch nicht lange her, und da hat er der halt ja ein paar hundert Abos bekommen bisher, also noch kein großer YouTuber. Und ja, dann hat er den Livestream halt eben zu dem Glitch gestartet mit 20.000 Zuschauern, der hat mittlerweile über 70.000 Likes und jetzt hat er über 120.000 Abonnenten nach so kurzer Zeit. Also das war auf jeden Fall für ihn, sage ich mal, echt ein nicer Glitch, und ja, ist auf jeden Fall jetzt für ihn gut gelaufen. Und so, mal schauen, das ist natürlich hier genau besser, das Holzschwert. Und ja, das war es eigentlich so zu dem Glitch, und ich denke mal, vielleicht haben auch viele schon von euch davon mitbekommen, vielleicht haben auch manche den Bug bei jemandem ausgenutzt, bei dem es geht. Also da haben wirklich viele amerikanische YouTuber, zum Teil wie gesagt auch deutsche, ja, Abonnenten verloren, einfach durch diesen Glitch. Und ja, vielleicht haben es von euch manche schon gewusst, vielleicht auch noch nicht. Der Bug ist natürlich mittlerweile behoben, und das wollte ich einfach mal so ansprechen. Es leben jetzt noch 4 Leute, ich habe ehrlich gesagt noch keine
keine so krasse Rüstung. Ich habe mich auch noch gar nicht drauf konzentriert, irgendwie mir was Besseres zu craften. Komm, da kann ich mir ganz einfach mal... Ja, der geht jetzt gleich hoch. Der hat halt auch schon ein paar Dia-Teile. Kann ich mir vielleicht noch... So, und nein, der schlägt mich jetzt runter. Oh, shit. Kann ich mir ganz kurz nochmal hier... Okay, das war jetzt nicht so nice. So, die Rüstung holen. Und ja, shit, der schlägt mich jetzt echt noch runter. So, der soll jetzt erstmal so zu mir kommen. Und der hat schon etwas bessere Rüstung. Ja, auf jeden Fall. Aber ja, komm, meine Rüstung sieht jetzt auch nicht so schlecht aus. Und ich habe immerhin noch eine Enderperle. Und ah, komm, kann ich ihn runterschlagen? Okay, das war jetzt nix. Aber jetzt ist er ist einfach wieder im Wasser. Oh, shit. Okay, dann muss ich mich ganz kurz nochmal hier vielleicht ein bisschen rüberbauen. Und nein, ich habe gerade an den Block der Enderperle geworfen. Oh, shit. Aber trotzdem, okay, wir haben immerhin 3 Kills. War eigentlich auch eine relativ coole Runde. Aber ich würde sagen, ja, komm, wir gehen einfach nochmal in die nächste Runde. Jetzt geht's weiter auf einer Map Windmill. Und jetzt mal ausnahmsweise mit einem anderen Kit. Und zwar dem Tank-Kit. Natürlich mit der schönen Feuerresistenz hier. Und vielleicht bekomme ich sogar noch eine Enderperle. Das wäre auf jeden Fall echt nice, aber ich denke mal nicht, oder? Ja, komm, aber wir bauen es einfach mal zu den anderen Gegnern direkt mal rüber. So, da drin ist natürlich auch noch eine Kiste. Und ich habe sogar eine Enderperle bekommen. Okay, mal schauen. Warte, wie weit ist die Mitte weg? Ja, die ist doch schon ein bisschen weiter entfernt. Soll ich mich jetzt ein bisschen hier rüber bauen, oder... Ja, zu den Gegnern, das wäre, ich weiß noch nicht mal, ob da Gegner sind, ich glaube mal nicht, oder? Nee, ich glaube mal, links und rechts sind neben mir keine Gegner, deswegen passt es eigentlich ganz gut, dann gehe ich trotzdem nochmal in die Mitte und snack mir vielleicht eine volle Dia-Rüstung und ich glaube mal, hier auf den großen Maps sind, glaube ich, eh nicht so viele am Anfang in der Mitte, doch, da ist aber eine in der Mitte, was? Okay, und deswegen mal schauen, komm, ob ich den jetzt gleich mal holen werde, so, ganz kurz hier die Enderperle werfen und er hat mich auch schon gleich gesehen, ja, der hat mich schon gesehen und er hat auch schon echt ja, gute Sachen und, Alter, ich bin einfach trotzdem so schnell down, wirklich, mit der, so mit dem Dia-Schwert. Aber okay, ich habe ihn bekommen. Sehr nice. Gleich mal die Sachen hier snacken. Und zum Glück hat er, glaube ich, noch, ja, die meisten Sachen wirklich gar nicht gelootet. So, dann auch noch den Helm anziehen. Haben wir schon mal eine halbe Dia-Rüstung. Ganz kurz ein bisschen healen. So, nicht, dass einer nochmal in die Mitte sich wirft oder so. Okay, und ja, das war es eigentlich so zu dem Thema, was ich halt noch sagen wollte. Also klar, YouTube hatte immer hin und wieder mal so ein paar Bugs. Kann natürlich auch passieren bei so einem großen Netzwerk. Aber ich denke mal, so ein Bug passiert YouTube ist so schnell nicht mehr. War echt schon heftig. Und so, wir haben schon eine volle Dia-Rüstung auf jeden Fall jetzt. Das hat sich gelohnt, echt in die Mitte zu gehen. So, noch eine Heal-Potion, nochmal eine. Und ich kann sogar verzaubern. Komm, mache ich auch noch. Ich denke mal, der will sich auch so langsam mal in die Mitte bauen. Aber habe ich nichts zum Werfen oder so? Ich habe da gar nicht drauf geachtet. So, hier auf jeden Fall nicht. Vielleicht hier in der Kiste ein bisschen was. Auch nicht. Doch, hier sind 2 Eier drin. Und da muss ich jetzt halt echt genau treffen. Und nee, der baut sich so rüber, dass, ja, dass ich ihn nicht runterschlagen kann. Okay, beziehungsweise, na gut, runterwerfen. Okay, aber jetzt sind hier nochmal 14 Eier. Soll ich ihn so versuchen abzuwerfen? Okay, mit einem Goldapfel natürlich nicht. Und jetzt vielleicht... Ah, nee, auch nicht. Der baut sich halt echt mega gut in die Mitte. Aber ich denke mal, ja komm, der soll ruhig runterkommen. Der hat jetzt keine Chance. So, und ja, der ist jetzt runtergekommen. Der will jetzt ernsthaft hier gegen mich kämpfen mit seiner Rüstung. Okay, der war ziemlich schnell down. So, und wir haben schon Schärfe 1 Dia-Schwert, stimmt, von dem... Und eigentlich, ja, aber eigentlich brauchen wir ja gar nichts mehr verzaubern. So ist ja alles schon wirklich mega gut verzaubert. Okay, und 16 Dias habe ich sogar noch übrig, aber ich gehe dann einfach mal auf den nächsten. So, und wo sind die einfach? Wo sind die Spieler? Ich brauche am besten noch einen Kompass. So, Kompass natürlich perfekt ist hier drin. Okay, und der nächste Spieler ist da vorne irgendwo. Okay, der ist erst da hinten. Oh, shit. Okay, da muss ich mich jetzt echt ein bisschen rüberbauen. Habe ich... Ich habe halt auch leider keine Enderperle mehr. Da vorne ist auch noch einer. Ja, komm, dann baue ich mich einfach mal darüber. Ich denke mal, das lohnt sich am meisten. So, dann kann ich mich dann auch von Insel zu Insel bauen. Okay, und es dauert jetzt erstmal ein bisschen. Das ist halt echt auf so großen Maps immer der Abfuck. Klar, die Runden dauern zwar auch leck. Nice. Die Runde hätte echt noch was werden können, aber gut, mal wieder ein kleiner Gomme-Bug und so, jetzt mal wieder die Kiste hier looten, ganz schnell mal gleich in die Mitte, die Kisten könnten wir uns sogar auch noch looten, hier sind auch noch zum Teil gute Sachen drin, insgesamt, oh shit, und ja, ich habe ihn zum Glück runtergeschlagen, 5 Goldäpfel habe ich jetzt, komm, esse ich gleich mal einen und kann ich, ja, habe ich was zu werfen, ja, habe ich sogar auch und ja, komm, den kann ich vielleicht runterschlagen und ich hätte eigentlich mal, Alter, warum... Ich treffe ihn wirklich nicht. Ich hätte eigentlich mal den runterschlagen sollen. Und ja, der springt jetzt auf den. Und die kämpfen jetzt erstmal da ein bisschen. Und ich denke mal, einer wird ja, von denen jetzt gleich sterben. Okay, gut. Aber dann gehe ich jetzt erstmal so zu den anderen. Und die Runden, ja, es leben noch 6 Spieler, gehen echt mega schnell zu Ende. Aber so ist es eigentlich auch besser, was ich auch gerade eben noch in der letzten Runde ansprechen wollte. So, da unten ist einer. Und ich habe noch nicht mal so die krasseste Rüstung angezogen. Und der hat schon eine echt heftige Rüstung. So, aber wir könnten ihn, ja, wir haben ihn einfach bekommen.
sondern direkt mal zu dem Gegner. Und was ich auch noch ansprechen wollte, ihr könnt mir, falls ihr das noch nicht gemacht habt, gerne auf Snapchat und Instagram folgen. Auf Snapchat heiße ich Let's Will Snap, auf Instagram einfach nur Let's Will. Und ja, da findet ihr mich auch ganz einfach in der Videobeschreibung und würde mich auf jeden Fall mal freuen. Da bin ich wieder aktiv, etwas aktiver als früher. Und so, der Fastwitch sich schon gleich ein bisschen zu mir. Ja, komm, können wir den gleich mal runterschlagen oder auch nicht. So, okay, gut, nee, der will jetzt nicht runterkommen, oder? Och doch, okay, da kommt jetzt runter und hat noch Jump Boost, aber vielleicht bekommen wir den auch so. Der hat auch keine so heftige Rüstung. Ja, den habe ich jetzt auch bekommen. Die Runde läuft echt mega gut, sondern kann ich den auch noch gleich, so, komm, schlagen wir den mal runter. So, auch runterschlagen. Ich glaube, ich habe bisher alle runtergeschlagen, oder? Ich weiß es nicht. So, und der letzte ist da vorne. Da kann ich auch mal gleich zu dem rüber und vielleicht schlage ich den sogar auch noch auf der Map hier runter. Und vielleicht auch nicht. Soll ich es riskieren, hier zu dem rüber zu springen? Habe ich irgendwie, ah, nee, komm, egal, ist eigentlich egal, komm, dann schlagen wir den einfach mal so, vielleicht sterben wir jetzt noch, ist auch egal, aber nee, ich habe ihn auch runtergeschlagen und ja, das war eigentlich auf jeden Fall eine echt mega schnelle Runde und ja, da habe ich die auch gewonnen mit 5 Kills, war auf jeden Fall eine coole Runde und ich würde sagen, an sich, falls es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da, falls ihr auch noch nicht abonniert habt, könnt ihr das auch mal gerne machen, um keine weiteren Videos zu verpassen, ansonsten sehen wir uns morgen wieder im neuen Video, haut rein und ciao!